So, Freunde, da bin ich wieder. Ihr habt das gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht da war. So. Okay, wir haben noch 6 Metalle. Beton haben wir sehr viel, Nahrung auch sehr viel. Edelmetalle nicht so viel. Pass mal auf, jetzt werden wir mal. Exporte werde ich mal verbieten. Sind jetzt überall verboten? Nein. Weil, verdienen wir zwar mit, ich brauche die Ressourcen selber. Ich will jetzt keine, das nicht verschwenden. So, hier brauchen wir Metalle, haben wir. Und Maschinenteile haben wir nicht. Da. Maschinenteile haben wir nicht. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier diesen Transporter wollte ich hier einsetzen, wo, wenn ich wüsste, wo der ist. Aber hier unten kann man den ja sehen irgendwo. Wo ist er denn? Da. Wo ist er denn? Eben hier rüber. Was habe ich denn da drin? Da habe ich drin elektronische Geräte, Maschinenteile. Oh ja, da habe ich genau das, was ich brauche. So, jetzt laden wir mal ein. Ressourcen einladen. Zack. Und zwar Maschinenteile. 1. So. Und einladen. Polymere. Zack. Und entladen wollte ich das hier oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Und zwar da. Entladen. Wo kann ich das denn entladen? Auf dem alles. Zack. So. So, jetzt fährt er da hoch und lädt das da ab. Das ist ja schon ziemlich cool. Ah ja, hier funktioniert auch unsere. Sehr schön. Unsere Beton-Produktionsstätte. Super. Und jetzt können wir erstmal diesen alten Mist, den wir hier. Oh, der sieht aber nicht mehr gut aus. Repariert werden, unbedingt. Zack. So. Cable fault reported. Kabelfehler, toll. Wartung anfordern. Sector scanned. Oh. Ja, Kabelfehler finde ich doof. Hab ich schon so viele Drohnen und habe ich schon so viele Drohnen und irgendwie klappt es trotzdem nicht so richtig. Umbenennen, ja gut, das kann man den Karl Otto nennen oder so. Mal gucken, das Ding, oh je, muss auch gewartet werden. Und das Ding noch nicht. Auch noch nicht. Das hier auch noch nicht. Okay. Maschinenteile, wo kriege ich die nochmal her? Die waren doch hier, dann wurden doch hier gebaut, ne? Ne, das sind Elektronikteile oder was? Maschinenteile. Achso, doch, das sind die. Maschinenteile, das ist okay. Produziert aber eine 0,8 stoppte Arbeitsschicht. Schalte die aktuelle Arbeitsschicht ein oder aus. Für jede Arbeitsschicht werden unterschiedliche Arbeiter benötigt. Ach so. Aha. Das wusste ich auch noch nicht. Was brauche ich denn hier? Nöre? Aha. Ingenieure. So, können die jetzt starten? Ne, die hat immer noch 11. Immer noch 11 Dingsbums. So. Ah ja, guck mal. Guck mal an.
Sehr schön. Nicht genug. Oh, nicht genug Strom. Genug Strom, okay. Dann müssen wir jetzt nochmal nachhelfen, dass. Betonmaschinenteile, toll. Wie viel Strom braucht er denn? 5. Produziert er? 0. Achso. Naja, klar. Und dann. Betonpolymere. So, den schicken wir wieder zurück. Zurück zur Basis, Hauptbasis sozusagen. So. Ja. Hier ist so ein blöder Fehler und das wird gar nicht repariert. Das nervt mich. Warum nicht? Muss von Drohnen repariert werden. Ja, dann mach das mal. Aber wie sage ich dem das? Na. Okay. Oh. Funktion aufgetreten. Störe diesen Rover. Oh nee. Hallo? Wie kommst du? Achso, das war der, der dieses Problem hatte, ne? Wer repariert denn Drohnen oder was? Na gut, dann. Dann gucken wir mal, ob der das kann. Kann er von Drohnen repariert werden, oder? Funktion aufgetreten. Was für eine Scheiße. Aber ich hoffe mal, dass mein Rover hier das Teil reparieren kann. Ich hoffe es. Das müssen wir jetzt mal eben gucken. Funktion aufgetreten, ja. Nee, ausschlachten will ich den. Ich brauche den, ja. Dann können sie gegenseitig aufladen, okay. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. So, der fährt schon mal in die richtige Richtung. Ich hoffe, der rafft jetzt, dass das Ding repariert werden muss. Ich glaube schon. Ja. Das ist schön. Guck mal, funktioniert. Das ist schon mal gut. Irgendwie, die haben was von Ameisen. Also irgendwie Insekten. Das ist schon ein bisschen gruselig. Aber schon cool irgendwie. Ja, cool. Oh, da ist er wieder. Wieder am Start. Sehr schön. Der Erkunder, der Gute. So, den holen wir zurück. Warte mal, erst machen wir den zurück. Erstmal hierher. Und den auch. So, prima. Die zwei kommen zurück. Hier baue ich. Hier baue ich jetzt lustig. Beton ab. Ja, schauen wir mal nach der Rakete. Die ist leer. Sehr schön. Und kann zurück. Das ist gut. Dann fährt die auch, fliegt die auch gleich zurück. Die brauche ich nicht mehr. Haben wir hier wieder Platz. Ja. Sehr schön.
Mhm. Ja, ja, es läuft auch ganz gut. Hier. Der Drohnenhub läuft super. Der auch. Aber auf kurz oder lang und eher auf kurz brauchen wir hier auch einen. Warum? Ganz klar, weil ich ja da nicht die Rover die ganze Zeit stehen lassen kann. Mache ich aber jetzt noch nicht. Aber wird irgendwann so kommen. Natürlich eine Kuppel. Kann hier hin, mitten rein. Aber dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen was wohl. Könnte man eigentlich auch gleich machen. Warum eigentlich nicht? Genau, ich brauche hier auch eine Kuppel hin. So. Vielleicht. Aber auch Wasser. Ach, Wasser haben wir da. Guck mal, Wasser haben wir hier. Sauerstoff kann ich da erzeugen. Dann stelle ich die Kuppel hier hin. So. Und Wasser erzeugen wir dann da. Wasserextraktor. Mhm. Ja, ja. So, steht aber nirgendwo. Mhm. So. Ja, Drohnenkommandant ist natürlich nicht da. Das ist der Rover. Okay, den stellen wir jetzt mal hier mitten rein. Jo. Ich brauche da... Ja, damit warten wir noch. Ich habe gerade überlegt, das ist noch ein bisschen früh und das ist Quatsch. Ich lasse den erstmal hier. Was braucht denn unser Kollege hier? Da brauchen wir Beton und Maschinenteile. Maschinenteile haben wir, Beton haben wir noch nicht. Warum nicht? Der hat doch hier ohne Ende. Beton. Ne? So. Okay, wie geht's denn den Jungs hier? Mal gucken hier. Der muss auch bald wieder repariert werden. Der noch nicht. Nicht. Und hier. Die Batterien muss dann. Oh, muss man auch immer überprüfen. Auch bald wieder. Ja, muss auch bald überprüft werden. Hätte ich auch noch eine Batterie. So ein Akku-Ding hingebaut, oder? Nee, noch nicht. Ach, jo, habe ich gar nicht. Ja, das wäre natürlich schlau. Was mache ich jetzt mal? Was mache ich mal? Ja, das muss auf jeden Fall da noch hin. Oh, ein Akku-Ding. Hier. Stromakkumulator. Ups. Beton, Beton. Okay. Der Abbau funktioniert ganz gut. Oh, muss auch gewartet werden. So, anfordern. Mhm. Ausschlachten und so weiter. So, was macht denn die Forschung? Gucken wir auch mal eben rein. Was forschen wir denn hier gerade? Physik. Stirling-Generator, Physik. Mhm. Dauert noch ewig. Neues Gerät, neues Gebäude, Stirling-Generator erzeugt Strom. Ist der Generator verschlossen? Okay, kennen wir ja schon. Dann haben wir so ein Ding selber sozusagen. Brauchen wir es nicht immer kaufen oder was? Fertigteile. Wissenschaftler und Botaniker erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind.
Mhm. Okay. Physik. Unterirdische Beheizung. Erhöht die lokale Temperatur in kalten Gebieten und schützt nahegelegene Gebäude vor Kältewellen, verbraucht Wasser. Okay. Ah, auch nicht schlecht. Was ist das denn hier? Transportoptimierung, okay. Erkunder-KI, was ist das denn? OG, ah, oh, bewegen sich schneller, das ist cool. Ja, so ist das. Low-G, Pilze. Hm. Ja, das ist schön. Was ist das denn? Low-G Hochhaus, Ingenieurswesen. Neues Gebäude, Apartments, einer Wohngebäude mit vieler Kolonisten. Oh ja, das ist auch nett. Fortschrittliche Maßtriebwerke, Treibstoffkomprimierung. Das ist auch wichtig. So. Ups. Oh, das konnte ich dann so hinten ransetzen. Ja, ist auch gut. Okay, Geld habe ich noch. Okay, alles gut. Ja, läuft noch ein bisschen. Ja, dauert natürlich zwischendurch auch ein bisschen. Oh, zeig mal. Aha, da weiß ich aber nicht, was es ist. Aber da könnte ich jetzt unseren Kumpel wieder hinschicken. Ne? Unseren Kumpel, den Erkunder. Der ist hier irgendwo. Da ist er. Den schicken wir jetzt erstmal hier hin. Hierher. So, dahin. Dann kann er sich da nochmal ein bisschen aufladen. Und von dort geht es dann zur Anomalie. Irgendwo, wo war die nochmal? Toll. Ach, da. Ja, dann kann er hier was suchen. Okay. Wie sieht es mit den Raketen hier aus? Raketchen. Was ist das? Die fliegt zur Erde zurück. Die hier ist noch nicht voll geladen. Oh, der sieht gar nicht gut aus hier. Der muss auch oben. Oh, der muss gewartet werden. Zack. Da haben wir. Ja. Da haben wir noch Kram drin. Hm. Okay, die tun ihren Job hier. Das funktioniert auch ganz gut. Wie sieht es mit der Sauerstoffproduktion aus? Prima. Achso, wollt ihr nochmal gucken, was. Wasserüberschuss. Wasser müsste ich noch ein bisschen was machen. Vielleicht mit so einem schönen Vaporator, genau. Da muss ich noch mal einen bauen. Soll ich den hier hinsetzen? Ja, ne? Ja, setzen wir den da hin. Dann haben wir die alle beieinander. Das ist vielleicht ganz praktisch, weil ich dann so ein bisschen Überschuss habe. Und ich mag das nicht so gerne, wenn man so ins Hintertreffen kommt sozusagen. Aber hier sieht man, Polymere sind, also es wird alles erzeugt, alles ganz schön. Polymere haben wir 18, elektronische Geräte 10, Maschinenteile 42, Treibstoff haben wir 7. Ist gut, auf jeden Fall. Okay, unser Betonfritze hier hat keinen Saft. Das ist ja schön. Das ist nicht schön, nein. Setzen wir mal hier. Hallo? So, setzen wir den mal so, dass er Strom bekommt. Achso, der Kunde ist wieder da. Wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen aufgeladen. Jetzt wollte ich den ja zum Erkunden hier hinschicken. Mal gucken, was passiert, wenn ich den jetzt einfach da anklicke. Hier dann fährt. Wahrscheinlich fährt er dann hier unten vorbei. Mal gucken. Notfalls können wir den ja auch retten, falls er dann irgendwie verloren geht oder so ein Mist. Aufladen. Nee, der hat ja noch Saft genug, ne? Ja, und so wuselt man sich hier durch. Und das hier haben wir ja erforschen lassen. Hier können wir die Ruinen entsorgen. Die brauchen wir nicht mehr. Hier haben wir überall diese Müllhalden mit Gesteinsabfällen. Weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Kann man bestimmt auch irgendwann verwerten. Und daraus Müsliriegel machen. Müsliriegel aus alten Gesteinsabfällen sollen ja sehr schmackhaft und sehr knusprig sein. Das finde ich geil. Und das macht Spaß. Ja. Besonders knackig. Hier einen lieben Gruß an alle Müsli-Liebhaber und auch an meine. Keine Ahnung, ich rede nur dummes Zeug. Ja, Drohnenlast ist niedrig. Ja, hat nicht so viel zu tun, weil. Langeweile. Ne? Aber hier das Ding braucht Polymere. Ach so, Polymere. Die müssen wir hinschicken. Da brauche ich den Transporter wieder. So, wo ist der denn? Ja,
Der Transporter, da ist er. Und Polymere einladen. Und hier ausladen. Weiß ich nur nicht, hat das jetzt gerafft? Nö, ne? Nö. Nö. Polymere hat er geladen. Okay, jetzt fahren wir den erstmal. Also, pass auf. Entladen. Das. So, gucken wir mal. Ah ja, jetzt hat das gerafft. Schön. Ups. Ach. Polymere ausgeladen. Ja, sehr schön. Liebe Freunde, ich habe zwar gar keine Lust, aber also aufzuhören, weil das gerade wirklich, wirklich Spaß macht, diese lustige Marskolonie zu bauen. Das ist schon geil. Wie viel Beton haben wir denn hier noch drin? So, kann man nicht sehen. Ein bisschen, ne? Der ist bald auch hier ziemlich. Also die Ressourcen sind bald auch abgebaut, aber ich habe ja noch die neuen hier. Hier ist ja noch ein Feld. Da, naja. So, der scannt hier auch lustig. Schön. Ja, insofern. Resources are low. Elektronische Geräte, was? Was? Wie? 8. Okay. Elektronische Geräte nur 8. Das ist ja nicht so viel. Ja, insofern würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob der das jetzt hier gerafft hat, dass er es ausladen muss. Ja, hat er. Ach ja, da holen sich schon die Drohnen das Zeug ab und bauen da meinen Akkumulator. Das ist schön. Der hier braucht 5 Strom und hier haben wir 5,9. Ja. Und das Ding braucht er, macht ja prima. Das ist alles gut. Nur der Akkumulator, kleinen Anschluss an das Stromnetz, das müssen wir auch noch eben ändern. Ah ne, doch, hat er wohl. Doch, okay. Dann kann der Transporter eigentlich wieder zurück. Eigentlich. Ich warte aber jetzt noch ein bisschen. So, und darum machen wir noch so ein Universallager hin. Aber ich glaube, ich muss mich hier irgendwie verklickt. Mist. Verklickili, büsti, kili, 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 kili. So, Baumenü, was soll ich hier machen? Achso, Baumenü. Manchmal verwirrend, so, Lager. Universallager, zack. Universallager, hallo? So, machen wir hier hin. Verdeckt das, ne, das wollen wir nicht. Hier hin, ja. Da bauen wir noch so ein kleines Lagerli, Popagari hin. Und dann sag ich mal, oh, Vektorpumpe, was kann die denn? Wo ist die denn? Vektorpumpe. Upgrade für Feuchtigkeitsvaporatoren. Vektorpumpe. Ui, Wassererzeugung um 100% erhöht. Das ist sehr geil. Das muss auch erforscht werden, aber danach. Liebe Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Surviving Mars. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!